Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. So, 3-1-1. Ja, Ringe kommen jetzt auch gut rein. Und ja, hier kann ich eine Schweinezucht errichten und die mit einfacher Verpflegung befüllen. Da wir eh so viel Fisch dazu kriegen. So, gut. Weiter so. Euch fehlt nur noch ein einziger Siegpunkt. So, für den brauche ich dann noch. Darkorian hat sich den Sparfuchs zurückgeholt. Ja, ist schön. Oh, neue Werkzeuge werden gemacht. Ist auch gut. Ja, ich könnte sogar theoretisch dann noch die Mitte erforschen. Falls Darkorian den Sparfuchs wieder verliert. Oh, Darkorian ist von der Handelsroute abgezogen. Wieder noch weiter oben. Ihr habt einen Siegpunkt verloren. Ja, bei Darkorian sitzt hier ein bisschen in der Misere. Und ich glaube, ich habe wirklich kein... Kanonengießerei selber. Also du hier oben und du hier unten eigentlich so. Erstmal beide auf Exzellent. Ihr habt einen weiteren Siegpunkt erhalten. Oh, der Sieg ist nahe. Jetzt hab ich den Sparfuchs. Also ja, 6-5-3. Da brauche ich mich eigentlich gar nicht so sehr mit Militär hier beschäftigen. So, mal ein paar Mauern um mein Schloss errichten. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. So, was kostet jetzt der Ausbau? Nur noch 10. Hä? Ah ja, nur noch 10, 10. Thank you.
ist der zweite spezielle Sektor eigentlich? Ach, hier. Auch bei Ludovic drüben. Da kommt Drakorian leider nicht ran. Befestigungsausbau beendet. Ja, Metropole. Schwanken Drakorian und ich immer hin und her ein bisschen. Nun mal darüber. Und ja, jetzt haben wir wenigstens schön ein paar Befestigungen. Drakorian hat seine mittlerweile zu Steinernen verbessert. Und hat auch den Sektor verstärkt. Nein, er verstärkt ihn gerade, würde ich sagen. Oh ja, und du brauchst auch Wasser. Das errichten wir einen Brunnen noch bei dir. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, der letzte Geistliche. Ja, eigentlich so gut wie nichts können wir jetzt noch verlieren. So, das heißt, ich lasse jetzt mal das Gebäude ausbauen zum Bischofssitz. Dann kriegen wir den Bischofssitz. Und dann hole ich noch das Wunderkind. Und damit sollten wir dann auch gewonnen haben, diese Mission. Ja, Ludovic tümpelt halt immer noch mit dem Imperator, mit dem Spezialsektor. Sonnenkönig kann uns so gut wie keiner wegnehmen. So, dann warten wir noch, bis die Steinchen da sind. Und dann, sobald die Steine da sind, schicken wir auch unsere Geistlichen los, um den Sektor, um die Forschung einzukaschen. Na, man sieht, für die Mission ist es jetzt nicht notwendig, so viel zu forschen, weil Ludovic eben noch immer kein ernstzunehmender Gegner ist. Wieso ja in der Anfangsbesprechung, nenne ich es jetzt einfach mal, gesagt hat, er arbeitet so sehr nach Disziplin. So, die Steine kommen, die letzten. So, Sparfuchs kann mir keiner mehr abbringen. Metropole, naja. So, das heißt, wir erforschen die Technik. Bauen den Bischofssitz. Da laufen sie, unsere Jungs. Oh, wir haben jetzt doch gerade Metropole übernommen, Peter.
Ja, wahrscheinlich, weil Drakorian Truppen verliert. Und er hat, sagen, er hat verdammt viele Kanonen, aber er hat gar keine Kanonen. Das waren Musketiere, die er da hat. Gebäudeausbau fertiggestellt. So, der Bischof sitzt. Sehr gut. Mit diesem Siegpunkt seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. Ist unser. Glückwunsch. Ihr habt diesem hochnäsigen General eine Lektion erteilt. So, dann kriegen wir noch den Siegpunkt gleich. Und haben auch gewonnen. Yay. Ja, wie ich sagte, diese Mission ist eigentlich die einfachste, weil man einfach Zeit hat, weil Ludovic irgendwie nichts kann. In dieser Mission jedenfalls. Unsere Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Ein weiterer Siegpunkt im Kampf gegen das Böse. Oh, jetzt wollte ich aber neugierigerweise wissen. Gemeinsam sind wir unbesiegbar. Ja, wir haben mehr, einen Siegpunkt eben mehr. Und ja, die Forschung verringert auch die Kosten. Von den Gebäuden, ey. Also auch von den beiden. Die Bauhütte kostet gar keine Materialien mehr. Oh, das Lagerhaus dann auch nicht mehr. Nein. Oh, und Lagerhäuser bringen auch ein Bevölkerung. Ah. Praktisch. Selbst Lagerhäuser kosten auch im Ausbau dann weniger. Noch ein Nuller. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ne, hab ich gerade keins mehr. Schade. So. Ende. Ja, Sieg. Sehr schön. Prinzessin Zoes Schloss. Ihr habt tapfer gekämpft, Prinzessin. Ich bin sehr beeindruckt. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft, Drakorian. Es scheint, als wären wir ein gutes Team, nicht wahr? Als wäre es schon immer so gewesen. Und doch, ohne diesen Wink des Schicksals wären wir immer noch Feinde. Und ich bloß ein Spielball meines Vaters. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt gewonnen. Ab mit dem Geld und mein Vermögen. Und dann Kampagne fortsetzen. So, runter mit dir, Kerze. Ja, die Rückkehr des alten Königs schauen wir uns dann erst in der nächsten Aufnahmesession an. Weil es ist mal wieder Zeit, einen Cut zu machen. Ja, diesmal ohne zu speichern. Deswegen, bis zur nächsten Folge.